NTMS ist für uns zu einer zentralen Methode geworden, um Patienten mit Hirntumoren im Vorfeld zu untersuchen. Vor allem die Hirntumore in schwierigen anatomischen Lokalisationen werden ausgiebig untersucht, um dann zu sehen, ob sie wirklich in eine Hochrisikogruppe gehen oder ob man die Patienten mit verringertem Risiko trotz der schwierig anmutenden anatomischen Situation operieren kann. Das spielt also eine große Rolle für uns. Die NTMS-Daten sind wichtig für die Risikostratifizierung, die sich in der Regel aufgrund der Nähe der wichtigen Strukturen zum Tumor ableiten lassen. Auch mit der Frage, ob der Tumor bereits wichtige Strukturen infiltriert hat. Das ist besonders in der Aufklärung der Patienten von der Relevanz, wenn wir ihnen sagen können, wie hoch das Risiko für eine Verschlechterung ist oder wie hoch das Risiko für ein gleichbleibendes neurologisches Outcome ist. Wir benutzen die NTMS dann während der Operation zum einen ins Operationsmikroskop eingespielt, mithilfe der augmentierten Realität, sodass wir sie tatsächlich sichtbar machen virtuell. Zum Zweiten helfen sie uns zur Orientierung, wo wichtige Strukturen, wichtige Bahnen sind, dass wir dann gezielt unser intraoperatives Neuromonitoring einsetzen, nur in den Bereichen, wo wir auch die anatomischen Strukturen, die im Risiko sind, verwenden. Die NTMS-Daten erlauben es uns, das Risiko für eine neurologische Verschlechterung abzuschätzen. Sie helfen uns, den Patienten aufzuklären, wie risikoreich ein Eingriff ist. Und sie helfen den Patienten und den Chirurgen, den Zugangsweg besser zu verstehen und eine rationale für die Operationsstrategie zu finden. Den Einsatz der NTMS in der spinalen Medizin oder der spinalen Chirurgie haben wir jetzt erst in den letzten Jahren zunehmend ins Ziel unserer Bemühungen genommen. Sie helfen uns, Patienten zu identifizieren, die sich möglicherweise von Operationen besser erholen werden und vor allem die Patienten zu identifizieren, die man besser operieren sollte, bevor sie unoperiert schlechter werden.